Hallo meine Freunde und willkommen zu meinem nächsten Fresstest. Ja, heute habe ich etwas sehr gehyptes für euch, sage ich jetzt mal. Es wird in den siebten Himmel teilweise gelobt. Dabei handelt es sich eigentlich um nichts anderes als eine Tiefkühlpizza. Allerdings, ich habe hier die Tiefkühlpizza von Gustavo Gusto und die wird in den siebten Himmel gelobt. Weiß Gott warum. Die soll richtig gut sein, die soll so gut sein wie beim Italiener, was ich jetzt einfach mal bezweifle, denn wir reden hier immer noch von einer TK-Pizza. Die soll so gut sein wie beim Italiener und super toll und ach, hast du nicht gesehen. Was auf jeden Fall toll ist bei der oder beziehungsweise groß bei der, ist der Preis. Wenn ihr das mal vergleicht, so eine stinknormale TK-Pizza kostet, ich glaube, 2 Euro, ich weiß es nicht, ich kaufe mir sowas selten. Und die hat, glaube ich, irgendwas mit 3,50 oder so gekostet, das weiß ich auch nicht mehr genau. Aber dementsprechend, man muss aber auch sagen, sie ist groß. Also die ist größer als eine normale TK-Pizza. Von der Größe geht die, ja, in Richtung von einer normalen Pizza. Wie ihr sie beim Italiener bekommt. Ich habe mich hier jetzt mal zum Probieren für eine relativ klassische Variante entschieden, nämlich Prosciutto e Funghi, also Schinken und Champignons, ist in dem Sinne eine relativ klassische Sache. Eine echte Steinoffenbarung. Was ich irgendwie witzig finde, das habe ich da bemerkt, die, was hier drauf steht, echte Steinoffenbarung, bla bla bla, das symbolisiert auch, was da drauf ist, also irgendwie. Die nennen die Pizza nicht Schinkenpizza oder Champignonpizza oder so. Keine Ahnung. Zum Beispiel bei einer Pizza, wo Fisch drauf ist, da sagen sie irgendwie drauf, da schreiben sie irgendwie alles handgemacht, Flosse drauf, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ist ganz witzig, muss ich sagen. Was interessant ist, ist das hier. Von Hand geformt. Drehen wir mal um. Ich kann die übrigens in Ruhe gerade hier so zeigen. Denn das Interessante ist, kommen wir nämlich gleich mal zu dem, zur Zubereitung. Der erste Punkt, der uns hier nämlich gleich auffällt, ist nämlich Pizza aus der Verpackung nehmen, Folie entfernen und etwa 20 Minuten antauen lassen. Ich soll diese Pizza antauen lassen. Das machst du bei keiner anderen TK-Pizza, das ist interessant. Volle Kanne vorheizen im Backofen auf 250 und dann ohne Backpapier auf dem Rost für 6 Minuten. Das ist ein bisschen anders als bei einer anderen TK-Pizza. Ist aber sehr interessant. So, bevor wir uns das hier mal anschauen, machen wir einfach mal auf. Ich bin gespannt. Hunger habe ich auf jeden Fall. Das sieht doch super aus, wenn alles auf einer Stelle ist. Naja, da können die auch nichts dafür. Was interessant ist, das fällt gleich auf. Ich habe mein Messer nicht da. Was interessant ist, ich kenne es jetzt so von anderen TK-Pizzen. Okay. Ich kenne es jetzt so von anderen TK-Pizzen. Da liegt mein Messer. Dass das ganze Zeug zusammenpappt. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Na, jetzt habe ich meinen Käse verschüttet. So. Können wir mal hier wieder so ein bisschen verteilen. Tun wir wieder ein bisschen puzzeln. Naja, alles querbeet verteilt. Da können die nichts dafür. Habe ich hier nochmal ein bisschen Käse. Was man sofort merkt, ist vom Käse her, das ist nicht so ein Industriekäse. Ja, das schmeckt man. Ja. Das schmeckt man. Das ist kein normaler Industriekäse oder sowas, das ist Mozzarella. Das ist ganz normaler, guter Mozzarella. Sie schaut gut aus, man merkt hier auf jeden Fall, dass sie handgeformt ist. Das merkt man. Also, wenn ich sie jetzt mal so anschaue, dann schaut sie aus wie beim Italiener. Ungefähr so sieht sie aus. So sieht sie aus, wenn du sie in der Pizzeria bei einem Italiener holst.
Das ist... Da brauchen wir nichts sagen. Das ist in Ordnung. Das sieht super aus. Hier hinten stehen noch ein paar Sachen drauf zum Dahinschmelzen. Lecker. Von Grund auf gut. Unsere wertvollste Zutat ist Qualität. Bla, bla, bla. Es tut mir leid, meine Freunde. Da kann immer so viel draufstehen. Es kann so viel draufstehen. Das steht doch überall drauf. Kommt schon. Sowas steht überall drauf. Was? Es steht überall drauf. Wertbeste Qualität. Überall sind wir super. Ohne Geschmacksverstärker. Das steht überall drauf. Das braucht mir keiner erzählen. Dementsprechend, es tut mir leid, sowas will ich mir gar nicht erst durchlesen. Weil das ist Müll. Es tut mir leid. Das steht überall drauf. Das steht auch beim Dr. Oetker oder beim Wagner oder wie sie alle heißen. Steht auch drauf, dass das super, super lecker und super toll ist. Ich werde die Pizza jetzt einfach mal so zubereiten, wie sie hinten drauf steht. Das bedeutet, ich lasse die jetzt mal antauen. Dann haue ich sie in gescheit vorgeheizten Backofen rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder und... Sie sieht wirklich gut aus. Das muss man wirklich sagen. Sie sieht fantastisch aus. Sie riecht auch gut. Was man auch merkt, das wollte ich vorher schon anmerken. Es ist wie in einer Pizzeria vom Käse her, dass der Käse unter dem Belag ist und nicht über dem Belag. Ist auch bei Tiefkühlpizzen so, dass der Käse oben drauf ist. Hier ist der Käse tatsächlich unter dem Belag. Das ist auch interessant. Ich bin sehr gespannt. Sie sieht nämlich wirklich wirklich toll aus. Und ich würde mal sagen, ich schneide die jetzt einfach mal an. Lass sie eine klitzekleine Sekunde noch auskühlen. Und dann probieren wir einfach mal. Ich freue mich drauf, denn wie gesagt, sie sieht wirklich super aus. Und sie riecht auch wirklich gut. So, dale. Ich habe mein kleines Stückchen abgeschnitten und mir ist ein bisschen was vom Rand abgebrochen. Das kann man natürlich ideal jetzt nutzen, um den Rand erstmal zu probieren. Ja gut, das sind jetzt Sachen, die versteht nicht jeder, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Oh, der Rand ist geil. Ich gehöre zu diesen Leuten, die lieben den Rand einer Pizza. Eine vernünftige Pizza braucht einen geilen Rand. Ich liebe den Rand von einer Pizza. Und der Rand ist wirklich gut. Und wisst ihr, was mir noch gefällt? Sie hält so, da fällt nichts runter. Ich bin gespannt. Es kommt auf jeden Fall durch die Tomatensoße viel Oregano. Sehr viel sogar. Einfach nochmal probieren. Diesmal habe ich hier ein kleines Stückchen Schinken mit drauf. Was ich übrigens noch anmerken will, der Boden. Der Teig ist klasse. Der Teig ist schön knusprig. Er ist aber nicht so hart, dass du nicht mehr beißen kannst oder so. Er ist immer noch luftig, knusprig und schmeckt verdammt gut. Hier habe ich jetzt wieder ein schönes Stück mit schön viel Schwammerl und Schinken. Ich freue mich immer, wenn ich jetzt hier ein bisschen was essen, dann hier der Rand übrig bleibt. Dann habe ich immer schön was zum Naschen. Ich freue mich da immer. Okay, ich würde es mal sagen, wir machen es mal wie immer. Ich esse mal ganz kurz auf, weil ich habe echt Hunger. Und dann sehen wir uns gleich zur Bewertung wieder. Bis gleich. Okay, kommen wir mal zur Bewertung von hier der Gustavo Gusto Pizza. Eine echte Steinoffenbarung. Die Pizza Schinkenpilze von Gustavo Gusto bekommt von mir ganze 5 Punkte. Kurz gesagt, das ist wahrscheinlich die beste Tiefkühlpizza, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Die ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Man muss ja immer bedenken, die Tiefkühlpizzen, die man sonst so entgegengeworfen bekommt, die sind vielleicht halb so groß und schmecken einfach industriell. Man schmeckt einfach, dass das nichts Atemberaubendes ist, sondern dass da einfach darauf Wert gelegt wurde, so viel wie möglich herzustellen, für so wenig wie möglich Kostenaufwand.
Das ist hier bei der tatsächlich anders. Die schmeckt einfach wirklich... Ja, ich will jetzt nicht sagen, wie in einer guten Pizzeria, aber... Wenn ich in einer Pizzeria bin und diese Pizzeria haut mir so eine Pizza entgegen, dann würde ich sagen, ja, ist eine anständige Pizzeria. Ist okay. Nicht die beste, aber ist okay. Was ich damit sagen will, sie kann durchaus für das, was sie ist, nämlich eine TK-Pizza, das müssen wir mal bedenken. Dafür kann sie tatsächlich doch gut bei diversen Pizzerien mithalten. Ich bin überrascht. Ich bin wirklich, wirklich überrascht. Und ich finde sie wirklich absolut großartig. Mit der passt einfach alles. Sie ist nicht zu trocken. Sie fällt nicht irgendwie auseinander. Der Rand ist nicht hart oder trocken, sondern der ist halt wirklich schön luftig, locker. Also, ja. Ich könnte eigentlich nur noch schwärmen. Ist fantastisch. Ist absolut fantastisch. Vor allem ist sie ein bisschen größer. Das bedeutet, sie macht halt ein bisschen mehr satt als eine normale TK-Pizza. Gut, für mich ist, bei mir ist es natürlich wieder was anderes. Ich habe immer noch Hunger. Aber das ist auch bei mir was anderes. Aber für euch jetzt. Ich bin jetzt ein Mensch, der sich so gut wie nie Tiefkühlpizzen kauft. Was einfach daran liegt, ich mag sie nicht wirklich. Die schmecken mir nicht so. Aber das ist tatsächlich eine Pizza, wo ich mir denke, ja gut, davon könnte ich doch schon immer wieder mal so ein oder zwei einfach bei mir in der Tiefkühltruhe haben. Das könnte ich mal machen. Einfach mal für so einen kleinen Notfall ist das definitiv eine Sache. Und das kann ich euch auch sagen. Wenn ihr mal Lust auf eine Tiefkühlpizza habt oder irgendwie sowas, probiert die mal aus. Probiert die mal aus. Die ist wirklich, wirklich gut. Sag ich jetzt mal, also das kann ich euch nur empfehlen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Pizzen schon mal probiert habt. Ich habe jetzt bis jetzt nur die probiert. Habt ihr andere probiert? Sind die auch so gut? Haben die euch geschmeckt? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Also gut, meine Freunde, das war dann mal mein nächster Fresstest für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.